Moin Moin, seid gegrüßt Leute, eine neue Runde hier, LS19 auf Friesischer Marsch mit Maishäckseln. Sap wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall, ja, viel Maishäckseln. Kommen jetzt hier nicht mehr raus, weil auf der Hinterseite schiebt nicht mehr LKW und vorne steht der Häcksler. So, kämpf dich. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier wegkommen, weil das Problem ist, der schiebt mich gerade. Der Graben ist tief. Da darf man nicht so, ne, das ist nicht so. Wir versuchen, wenn ihr es einfach hier zu wenden. Bisschen schräg ran sind wir schon. Der LKW folgt ihm unauffällig. So, ich will auch nicht zu viel platt fahren, auf dem anderen Feld schon so viel platt gefahren. Ja, gut, eine kleine Lücke macht nichts. Ich glaube, ich bringe ihn selbst vorne auf die Straße. Sicher ist sicher. Und dann kriegen wir heute unseren dritten Abfahrer für das Feld 52, der ja auch schon dringend erwartet wird, weil zwei einfach nicht reichen. Ist sogar so, dass wir in vier eigentlich hier bräuchten. Wobei das Gute ist, wir haben hier zwei 70er damit an Kapazität mit dabei. Aber es war, glaube ich, richtig, dass wir uns den zweiten Häcksler geholt haben. Da war ja auch noch die Frage in der letzten, vorletzten Folge, wer hat den Häcksler auch? Also wer nicht so lange geguckt hat, nochmal die Frage, wer von euch hat auch die Class DLC Häcksler mit Bandlaufwerk? Oder wir setzen doch lieber auf normale Reifen. Wir haben jetzt ja, ups, beides hier. So, da ist auf jeden Fall schon wieder, hä? Mit 16 Abfahrer. Ach so. Ah, du kommst dann auch nicht mehr vorbei, weil du dir auch neuerdings den Weg nimmst. Hätte den Weg, glaube ich, offen lassen sollen, ne? Ich nehme den jetzt mit zu 52. Was hat er jetzt davon? Er bleibt trotzdem auf Fermenter, aber er fährt jetzt zu 52. Haben wir 3 auf 16. Ja, der fährt gerade wieder komisch. Manchmal prügeln sie die Häcksler auch, ne? Manchmal prügeln sie Hexe auch echt fies. Da kommt der Axion schon wieder. Gut. Ja, lass uns schnell den letzten holen, liebe Leute. Den wir auf jeden Fall noch brauchen. Das ist dann der vierte für die 52. Da müssen wir noch einmal tauschen, das Ganze. Einmal raus mit dir. Motor anschalten. Anhänger hier vorne abstellen. Das Aufräumen machen wir im Winter, ne? Das nur mal schon mal so zur Info an euch, liebe Leute. Nicht, das heißt, räumt nochmal den Hof auf im Winter. Hoffentlich liegt hier nicht zu viel Schnee, aber ansonsten räumen wir ein bisschen. So, das beides trennen wir voneinander. Dann stellen wir den hier vorne hin. Du hast erstmal Feierabend. An sich ein schöner, ne? Ein schön schneller Traktor, den wir auch gut eigentlich brauchen könnten. Vielleicht tauschen wir nochmal einen aus, aber erstmal nicht. Ein bisschen Platz hier freiräumen, weil hier kommen später die ganzen Fahrzeuge wieder. Den Ballenanhänger, den bringen wir in den Schuppen. Den wollen wir jetzt nicht hier draußen sinnlos stehen lassen, ne? Der kann da passend neben dem anderen stehen. Dann haben wir 3 Abfahrer auf Feld 16 und 4 Abfahrer auf der 52. Häcksler-Schneidwerke sind beide gleich groß, jeweils 9 Meter, 2 Glashäcksler. Und falls das gleich noch auf Erntereif umspringen könnte, natürlich theoretisch der John Deere mit der gleichen Arbeitsbreite in den Vorgewendebahnen oder dann auf den geraden Bahnen von Feld 52 mitwirken. Und jetzt sehen wir mal wieder diesen extremen Vorteil mit dem halbwegs ordentlich eingerichteten Autodrive-Geschichten.
von Cosplay-Geschichten. Und natürlich auch dank euch. Ohne eure Hilfe, ohne ständiges mich darauf hinweisen, was ich falsch mache, wäre ich nicht so weit. Also vielen Dank auch natürlich an alle, die da immer Tipps und Tricks geben. Nicht die Nörgler, aber die, die freundliche Tipps geben. Und immer noch wieder geduldig sind. Obwohl man manchmal denkt, oh Gott, wieso macht er denn das schon wieder falsch? Ja, ja, das ist dann so, ne? So. Also. Ganz nach oben. Manchmal will man nicht sehen, was sie tun, aber okay. Manchmal sieht man aber auch, oh schön, da steht einer, wartet darauf, von uns leer gemacht zu werden. Oh, da stehen mehrere und warten auf uns leer gemacht zu werden. Dann müssen wir einmal so machen. Das Silo ist ja zum Glück so groß, dass man hier mit so einer Wendung hinkriegt. So eine 180 Grad Drehung im Silo. Ja, wir spielen weiter auf normaler Geschwindigkeit und ich denke, dass wir zum Wochenende hin, also ne, jetzt ist Dienstag gerade, genau, morgen gibt es ja logisch wieder zwei Folgen. Und Donnerstag, Samstag, Donnerstag, Freitag und dann am Wochenende, also Sonntag, nächsten Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag. Was meint ihr, wie weit sind wir damit häckseln? Bin mal gespannt. Jetzt sind hier 700.000 im Moment schon drin. Und ich glaube, das geht jetzt ziemlich schnell voran mit mehr. Es sollte jetzt nicht mehr ganz so viel Wartezeit hier sein. So, mit dem kämpfen wir uns auch gleich wieder so ein bisschen hoch. Da ist aber auch die Lampe ein bisschen im Weg. Und die nächste Ladung? Ne, das ist der, der wegfährt. Schade, nächste Ladung dauert noch ein bisschen. Gucken wir mal kurz, der scheint mir so ein Kreisfahrer zu sein. Hä? Komposter befüllen, jetzt haben wir. Ich hab hier geklickt, glaube ich. Ich sage, manchmal ist es komisch. Aber wir haben ja schon genug Platz, um zu drehen. Und das wäre halt auch so ein Kandidat, wo man sagt, den können wir gut austauschen, ne? Den kleinen John Deere. Gegen einen schnellen Fendt. Ist immer noch grün. Feuchtigkeit ist immer noch feucht. Und mich interessiert mal generell, wie feucht ist denn unser Soja noch? Feld brauchen wir dringend. Wir wollen noch die Ölmühle bauen. Für Sojaöl produzieren. 25% immer noch. Das ist 14.30 Uhr aber auch. Naja, okay. Warte, Seasons Wetterbericht. Jetzt kommen wir nämlich erst ab 15 Uhr in die richtige Trocknungszeit rein. Ne? Trocken, trocken, trocken. Also wenn heute Abend gegen 18 Uhr das hier auf Erdreif umspringen, ne, dann müssen die Drescher laufen. Dann haben wir aber keine Anhänger mehr zum Abfahren. Was haben wir denn noch? Überladewagen haben wir noch stehen. Wir müssen noch, genau, ich kann sagen, so einen haben wir auch noch. So einen praktischen, das ist auch ganz schön eigentlich. Den könnten wir gut und kleinen. Hätten wir auch noch. Die Xeron haben wir noch einen rumstehen. Ansonsten ist relativ viel bei uns im Einsatz aktuell. Das ist der Neuner, ne? Nehmen wir mal kurz Dolly weg. Den nämlich, den will ich jetzt mit dem Anhänger schon mal zum Maishäckseln fahren, zum Maisdrescher fahren.
Dann haben wir einen für Soja hier vorne, den MB. Und das wäre denn der, der Soja hier Körnermais abfahren kann. Weil da haben wir noch keinen stehen, ne? Theoretisch könnte er doch so lange beim Maishäcksel mitfahren. Aber das ist so ein bisschen, naja. So, fahren wir Feld 17, ne? Aber wir könnten auch überlegen, den auszutauschen. Hm? So. Der fährt nicht. Schade. Leider fahren sie noch häufiger über die Kandare, als es Not tut. Ich weiß auch noch nicht genau, ne, wie man das noch verbessern könnte, dass sie eben nicht so häufig greifen, unser Abfahrer. Da kommt der nächste. Okay, und der andere fährt auch gerade weg. Okay. Hier ist aber auch irgendwas, ne? Das geht schon gut voran. Finde ich schon. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil gleich kommen die nächsten vollen. Das ist, wenn man kurz mal andere Sachen macht, schon stehen hier zwei und warten. Mit dem habe ich keine Chance und komme da weiter hoch. Ja doch. Gerade so. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, liebe Leute. Das macht Spaß. Mir macht es so richtig Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Das ist der 52er. Da müssen wir gleich mal gucken, ob auf dem Feld noch gearbeitet wird. Seine zweite Ladung, ne? Wenn man jetzt mal so die Gesamtladung betrachtet, ist das hier seine zweite Ladung. Hat auch ganz gut Power, dass er hier tatsächlich das schafft, den hochzuschieben. Ein bisschen die Lücken füllen. 40er ist angekommen. Auf Feld 17, das ist auch schön. Da ist der Fermenter gerade Befüller. Da hinten ist auch hervorragend. Und du kannst wieder zu 52 fahren. Wir gucken mal kurz. Weil der hängt da hinten wahrscheinlich, ne? Ohne Abfahrer. Oh. Aber hier ist doch schon einer. Der 52 Abfahrer, Silo 1 und 2. Eigentlich richtig. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht hat er ihn noch nicht erkannt, weil er zu weit weg ist oder so. Guten Tag. Und so schnell, muss man sagen, hat man drei Ladungen, also 150 bis irgendwie 180.000 wieder drin. Ja, du kannst ja auch nicht, ne? Du kommst leider nicht dran vorbei mehr. Der blöde Fermenterfahrer. Selbstgemachtes Problem wieder. Er lädt zwar jetzt aus, aber jetzt bleibt er da hängen. Aber das ist eben nur einer, ne? Tschüss.
Und tschüss. Und tschüss. Das hat funktioniert auch wieder. Ja, nach wie vor. Tasche abfallen, warten auf Tasche. Nach wie vor bin ich gespannt natürlich, wenn das hier mal auf erntereif umspringt, ob wir noch einen zweiten Nexer mit reinnehmen. Wenn wir hier auch sehen, so viel ist von 6, 16 noch gar, von der Feld 16 noch gar nicht runter. Wollte jeden Moment, dann ist es bald soweit trocken. Wir können mal gucken, unsere ganze Milch ist bestimmt mittlerweile verarbeitet. Wir haben jeweils 4 Paletten Vollmilch, 4 Paletten Butter. Also 20 Paletten insgesamt. Das ist viel. Also Molkerei macht gut Geld. Es lohnt sich wirklich viel Milch zu produzieren. Ist ein Thema für sich, ne? Milch. Unsere beiden Kuhställe, also der Schweinestall. Sauberkeit und Stroh, okay. Das dann auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Gülle produziert, Mist ist natürlich vorhanden. 34.000 Liter Milch sind hier immerhin und hier sind noch keine, aber hier dauert es nicht mehr lange, bis die ersten Tiere auch endlich mal, ne, das ist im Winter wahrscheinlich, 0,2 Jahre, das sind nicht viele, also die wird aber wahrscheinlich der Stall wird auch erst so richtig loslegen, aber hier ist es dann auch sobald, sind ja dann welche, die sind noch junge Tiere, aber noch nicht fruchtbar, das ändert sich dann ja auch, ne, aber das ist bei Seasons tatsächlich echt krass, finde ich, richtig Geld mit Milch zu verdienen ist schon schwierig. Ja. So ist das aber. So, der erste kommt da wieder angefahren. Der nächste von hier wahrscheinlich bald. Mal gucken, wie der Übergang hier funktioniert. Lass die Leute doch mal hier in Ruhe. Erstmal vorbeifahren. Und dann haben wir doch irgendwo hier. Da ist nur die. Ne, haben wir hier gar nicht eine Feldausfahrt. Aber vorne der Graben ist nicht so tief. Und gleich zack. Hier kommen wir durch. Ganz leichtes Wasser, da kämpfen wir uns durch. Und wird natürlich gleich blockiert werden von so vielen anderen Abfahrern. Ja, lieber ein paar zu viele, die jetzt so kurz warten müssen. Das muss ich ein bisschen besser aufteilen. Aktuell sind alle 4 auf dem Feld und keiner ist auf dem Weg. Das kann natürlich nicht gut funktionieren. Es wird früh dunkel, ne? Wir sind natürlich Mitte, also zum Ende Herbst. Ich finde, das wird jetzt schon so 15 Uhr gefühlt. Jetzt bald dunkel. Gut, sehr schön. Oh, eigentlich schade. Das ist nämlich das Ende
der aktuellen Aufnahmesession. Das ist immer so schön, wenn es so schön läuft, ne? Kann man gut noch ein bisschen mehr spielen. Also klar, es geht vielleicht noch besser. Wie gesagt, hier werden wir gleich ein bisschen Platzprobleme kriegen. Der eine will noch nicht los, der andere kann noch nicht los. Der eine könnte vielleicht ein bisschen früher losfahren. Macht aber auch nicht. Ich würde sagen, ich kann auch warten, aber ich kann auch hier durch. Schön ist es doch. Bis auf, dass er so komisch schiebt, ne? Er hält ein bisschen wenig Abstand. Ein Meter weniger oder ein Meter mehr und einen halben Meter mehr. Aber so passt es. Und er kriegt das gut erreicht und es ist halt so. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist, funktioniert doch. Was will man mehr? Der D79, der anderen kommt gleich nochmal zwei Ladungen ran. Schauen wir aber heute nicht mehr ganz. Aber bei mir jetzt wichtig, gleich den rauszunehmen. Den laden wir, leeren wir jetzt nochmal aus und dann klicke ich schon mal auf Felder neu, hier Quatsch, Wege neu kalkulieren. Damit die Wege dann auch gelockt sind, hier gesaved sind. Die Autodrive-Kurse fürs nächste Mal. Nächste Aufnahmesession. Und ja, wollen wir mal gucken. Ist dann für Mittwoch, ne? Das ist tatsächlich schon die Dienstagsfolge. Müssen wir mal gucken, ob wir Donnerstag wieder einen Stream hinkriegen. Wäre schon praktisch, weil dann glaube ich, in zwei Stunden hat man das hier vielleicht noch nicht ganz weg, aber in zwei Stunden schafft man relativ viel. Und ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht Donnerstag wieder Stream. Was hängt er denn jetzt? Der Anhänger hat sich irgendwie festgefahren. Gut. Ich weigere das ganze Spiel schon mal zur Sicherheit, weil es sind ja noch relativ viele volle Anhänger unterwegs. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Und schön, dass wir jetzt nochmal kalkulieren. Damit wir dann die neuen Wege auf jeden Fall auch beim nächsten Mal haben. Ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt. Würde mich freuen, morgen Mittag, ne, 12 Uhr, morgen Mittwoch geht schon wieder weiter. Bis dann. Schönen Dienstag euch noch. Und tschüss.